Wir leben in einem permanenten Geldkreislauf, der umherschwingt. Die Frage ist nur, auf welcher Seite dieses Geldkreislaufs stehst du hinten raus? Eine Sache, die Rebuild Brands, glaube ich, extrem ausmacht, ist halt, dass es nicht nur ein Programm ist und danach mach dein Ding, sondern eine richtige Community, in die man mit reinkommt, die mittlerweile schon über 1000 Mann und Frau stark ist, die alle dasselbe Geschäft machen. Die einen sind weiter, die anderen mehr am Anfang, aber im Kern alle das Gleiche machen und von Anfang an schon sich miteinander austauschen, offen Feedback geben und eben genau diesen Raum schaffen, den es gerade in Deutschland einfach, finde ich ehrlich, zu wenig gibt. Dieser Mix an Erfahrungen ist im Grunde das, was mich hier weiterbringt. Ich bekomme jetzt zu jedem meiner Fragen die passende Antwort, die jetzt für einen passenden Ansprechpartner. Genau das, was ich mir vorgestellt habe, als ich darauf kam, Rebuild Brands den Namen irgendwie ins Leben zu rufen und mit ihm rauszugehen, genau das ist jetzt daraus geworden. Eine riesige Community und Gemeinschaft von Menschen, denen wir dabei geholfen haben, in die Selbstständigkeit zu finden. Menschen, die schon in der Selbstständigkeit sind, dabei geholfen, ein schöneres, besseres, geileres Leben zu führen und im Endeffekt aber natürlich Marken aufzubauen und Menschen dazu zu beflügeln, anderen zu helfen, Marken aufzubauen. Bevor ich Nick kennengelernt habe, sah mein Leben so aus, dass ich im Vertrieb war, der mir eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Nick mir gesagt hat, hey, das ist der große, breite Horizont. Guck mal, du kannst das, das und das. Das wäre alles damit möglich, wenn du dir eine Agentur aufbaust. Dann kannst du halt auch mehr das machen, worauf du eigentlich Bock hast. Und deswegen bin ich hier. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du irgendwas richtig dran glaubst, da richtig Spaß dran hast, dich da reinkniest und mit Herz und Liebe auf jeden Fall dabei bist, und offen bist zu lernen, offen bist auf dem Weg dabei zu bleiben, sehe ich jetzt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Das, was diejenigen, die glauben, dass sie erfolgreich sind, unterscheidet von denen, die es nicht glauben, ist genau das. Die einen glauben es, die anderen glauben es nicht. Wenn du dir diesen Domino-Effekt angucken würdest, den wir losgetreten haben, wie viel Umsatz daraus entstanden ist, wie viele Menschen es geschafft haben, zeitlich, geografisch und auch entscheidungsfrei zu werden, also wirklich, ich bin einfach begeistert, ich bin tief berührt davon, dass We Build Brands, wir bauen Marken auf, eine Bewegung geworden ist, eine Community geworden ist, die genau das macht. Du kommst bei uns halt wirklich in eine große Familie rein, die es seit 2017 eben schon gibt, die seitdem eben wächst, bis hierhin jetzt schon, die sich zusammen trifft, die Welt bereist, Spaß hat und zusammen eben das gleiche Ziel hat, mit dem gleichen Geschäftsmodell zu wachsen, groß zu werden. Weil wenn ich dich frage, warum bist du gestartet? Warum bist du hier? Warum möchtest du erfolgreich werden? Für wen tust du das Ganze? Dann wirst du eine Antwort haben. Wir wussten, dass es halt geil wird, weil es ist halt Nick und Erik und alles, was Nick und Erik machen, ist halt geil. Welchen Film wir es natürlich inspirieren, welchen Lifestyle er hat, wie er arbeitet. Wir wollen das natürlich auch erreichen. Nicht umsonst ist Nick und Erik sind unsere Mentoren. Die Community hier, das ist mega. Der größte Vorteil an Rebuild Brands ist, dass ich merke, dass ich nur mit Agenturinhabern in einem Raum bin, dass ich nicht alleine bin, das ist Nummer eins. Man halt merkt, dass die auch selber aus der Praxis kommen und jetzt nicht nur ihr Hauptbusiness das Coaching ist und dann versuchen, das irgendwie aus der Vergangenheit auf meine Probleme umzumünzen. Und vor allem auch dir dabei zu helfen, dir Tools und Mechanismen mitzugeben, um entspannter zu sein, um dich besser zu fühlen, ja, um mehr Energie zu haben, mehr Power zu haben, mehr Durchsetzungsfähigkeit zu haben. Zeig dir einfach mal unser Werbekonto, was wir jetzt gerade haben. Siehst du jetzt mal, wie die aufgebaut sind. Neukunden und Mitarbeiter sind das, was Firmen brauchen, damit sie funktionieren. Denn es ist relativ einfach. Es gibt Möglichkeiten, wie man mehr verdienen kann, ohne mehr Zeit zu investieren. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert eigentlich nach dem Abschluss? Atme jetzt einmal tief durch und genieß diesen Moment, denn jetzt beginnt dein neues Leben.